Der Mainzer Kabarettist und Musiker Tobias Mann ist unter die Buchautoren gegangen. Am 12. April erscheint sein Erstling Hilfe, die Googles kommen. Da geht es auch im Prinzip um das, was mich am meisten beschäftigt, um diesen Informations-Overkill und halt vor allem um die Online-Welt. Also ich bin ja begeisterter Internetnutzer, schon seit der ersten Zeit, wo man im Prinzip sich dann tatsächlich Modems leisten konnte und dann auch an den Computer angeschlossen hat, bin ich im Internet unterwegs. Und auch da leide ich manchmal drunter, aber ich kann einfach nicht davon lassen. Und insofern ist dieses Buch einfach eine Berichterstattung, wie es mir geht mit dieser fast schon masochistischen Leidenschaft fürs Internet. Und ein Bericht darüber, wie es seinen Familienmitgliedern mit dem Internet und dem Computer und ihm mit eben diesen Familienmitgliedern geht. In dem Kapitel, was ich jetzt lesen werde, geht es darum, dass die jüngere Generation der Älteren hin und wieder in Sachen Computer ja etwas helfen muss. Und so heißt dieses Kapitel Der Anruf. Mitten in den wohligsten Träumen einer lauen Sommernacht klingelte mein Telefon. Um diese späte Stunde werden üblicherweise nur Unheil und Elend übermittelt. Also schreckte ich hoch und nahm leicht schaudernd ab. Ah! Tönte ein panischer Schrei aus der Membran. Sofort erkannte ich die Stimme meiner Mutter. Stand der Notarzt am Bett meines Vaters? Hatten sich meine Eltern vor Eindringlingen verschanzt, die ihnen nach Leib und Leben trachteten? Mit letzter Kraft stieß sie die Hiobsbotschaft aus. Mein Word ist weg. Und ich stellte die einzig logische Frage, ja, wo ist es denn hin? Ich weiß es nicht. Ja, was hast du denn gemacht? Nichts habe ich gemacht, es ist einfach weg. Ja, genau aus diesem Grund bin ich übrigens froh, dass meine Mutter kein Online-Banking macht. Sonst wäre am Ende nicht nur das Word weg. Tobias Mann hat ursprünglich eine Lehre zum Diplomkaufmann absolviert und darauf ein Studium der Wirtschaftswissenschaften gesattelt. Es war so eine Herdentriebsgeschichte. Also alle meine Schulfreunde, zumindest die netteren, haben dann BWL studiert. Es gab ja nur zwei Möglichkeiten damals, Jura oder BWL, was anderes. Kam ja nicht in Frage. Und insofern habe ich das halt so gemacht, habe aber nebenbei immer meinen Quatsch auf der Bühne dann veranstaltet, auch mit Acker und Pella, mit der Gesangsgruppe und so weiter. Und dann dachte ich irgendwann am Ende des Studiums, naja, das war jetzt ganz interessant und ich habe auch ein Diplom, aber ich will eigentlich nicht damit jetzt irgendwie an den Arbeitsmarkt gehen. Ich würde viel lieber weiter auf der Bühne machen. Und dann ist die Entscheidung gefallen, das Ganze dann eben beruflich anzugehen, diesen Spaß. Und ich habe mir dann so eine Probezeit gegeben, ich mir persönlich ein Jahr, und hätte ich nach einem Jahr nicht wenigstens meine Miete davon bezahlen können, dann hätte ich mich nochmal anderweitig orientiert. Aber ich mache es heute noch und auch heute noch schaffe ich es, meine Miete zu bezahlen. Und wenn nun auch sein Buch erfolgreich wird, wird Tobias Mann sicher auch in Zukunft öfter dem Internet abstinent bleiben und weiterschreiben.